So, weiter geht's. Ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt. Es liegt wahrscheinlich an dem IDN-Tool. Da gibt es wahrscheinlich ein Problem mit der Abhängigkeit. apt-get-purge. Wir müssen das deinstallieren. php5-idn. Ja, wir wollen das entfernen. So, dann. Ja, genau, jetzt startet er auch wieder php-version und -v. Ja, jetzt können wir nochmal imscp starten, Installation starten. Ich hoffe, dass er dieses Mal nicht so lange braucht. FCGI bind career postfix pro FTPD. Nein, er macht weiter. Wie wir sehen, das hat das Problem behoben. Ich werde auch noch diesen apt-get-Befehl in der Videobeschreibung mit reinschreiben. Und falls ihr einige Probleme gehabt habt oder andere oder gar nicht diesen Fehler gehabt habt, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Würde mich nämlich jetzt interessieren. Die Statusanzeige finde ich fail. So, man muss Perl einschauen lassen, die brauchen Ewigkeiten, bis irgendwas installiert ist. Also YouTube laggt gerade nicht, auch nicht euer Rechner und es ist auch nichts eingefroren. Die Installation beansprucht im Moment sehr viel Zeit. Tja, wüsste ich jetzt, wie Pause geht, würde ich jetzt das Ganze mal pausen. Gefunden. Ich pausiere dann mal und sobald es weitergeht, nehme ich wieder auf. So, eine
Eingabetaste hat das wohl dann beendet. Ich möchte weiter fahren und er macht weitere 5 Schritte. Zäh. Ja, natürlich habe ich die gelesen. Habe ich auch schon mitbekommen. Continue. Localhost. Port name. Das ist root. Please enter database password. Na, also das hätten sie ja jetzt mal hier anders machen können. Das ist natürlich nicht mein Standardpasswort und auch so wird das nirgendwo verwendet. Ja, das haben sie ja mal cool gemacht. Hohoho, 44 Tabellen. Und 28 weitere Schritte. Jo. Nee, ist klar, ne? Das macht es mir schwer. 127 Localhost, nun wird Loopback sein und 98 ist unsere Standard-IP. Okay. Insert other IPs into database. Nö. Das ist unser Hostname. Ahahaha. Das nenne ich mal Fail. Vielleicht richte ich mir irgendwann noch eine E-Mail-Adresse für das Zeug sein. Use, nö. Nö. Okay. 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 Kann ich mir merken. Okay. Master. Enable secondary DNS server address IP. Nee. Okay. Okay. Kann ich mir auch merken. Ja, FCGA. Ja. Ja. Das hat jetzt alles Vor- und Nachteile. Also, dann lassen wir das mal default auf No. Hui, successfully installed. Removing temporary files. Das hört sich böse an. Okay, gucken wir mal nach, ob der das auch jetzt so übernommen hat. Ja, wie schon mal in Part 1 gesagt, das erinnert mich sehr an ISPCP. Admin. Das kann nicht funktionieren, das Passwort, oder doch? Kann's.
die arbeiten hier auch ziemlich viel mit JavaScript, das sieht man. Hui, das haben sie gut gemacht. Ja, okay, ist soweit zu IMSCP, Internet Multiserver Control Panel. Falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mir diese gerne stellen. Und ja, sonstige Softwareanfragen könnt ihr auch stellen. Ich meine, ich habe da jetzt keine Schande, das da einfach mal dann zu erstellen. Ja, bis dahin, viel Spaß.